Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei nerdseven.de mit Ronny und dem Kai zu den News und Angeboten der Woche. Und wenn ihr es geschafft habt, seid ihr sogar auf unserem Zweitkanal. Glückwunsch dazu und danke für euer Abo. Ja moin, also, ihr seid einer der Ersten. Sofern ihr das Abo dagelassen habt, aber angucken selbst reicht auch. Ja, also wir machen heute natürlich wieder die entspannte Newsrunde und ein paar kleine Angebote zum Schluss auch. Und ich würde sagen, swipen wir direkt zu den News. Es ist in aller Munde, Microsoft hat ja Bethesda aufgekauft. 6,24 Milliarden Euro sind über den Tisch geflossen, um das ganze Ding festzumachen. Von der EU-Kommission wurde das jetzt auch abgesegnet. Also das Geschäft, diese Übernahme oder der Aufkauf ist jetzt in Sack und Tüten. Ja, damit gehören natürlich auch einige Entwicklerstudios jetzt zu Microsoft. Das wären id Tech und Bethesda, hat man ja schon gesagt, als großer Publisher auch. Ja. Und damit natürlich auch einige beliebte Spielemarken, ja, wie zum Beispiel Wolfenstein, Doom. Und damit können wir eigentlich auch direkt zu der nächsten News überspringen, weil Microsoft bestätigt, dass es einige Titel dann nur exklusiv auf der Xbox und den PC geben wird. Exklusive Spiele sind jetzt nicht neu. Jede Konsole, jede Plattform hat exklusive Spiele. Nehmen wir einfach mal Mario von Nintendo, gibt's exklusiv eigentlich nur bei Nintendo. Und bestimmte Spiele auf der Xbox oder auf der PlayStation gibt's auch nur exklusiv. Für diejenigen, die jetzt Bethesda-Fans sind, ist das natürlich schon so ein kleiner Einschnitt, weil man jetzt nicht weiß, welche Marke, welches Spiel, welche Fortsetzung in der Zukunft denn jetzt multiplattformmäßig noch ausgestreut wird oder exklusiv rauskommt. Das ist gerade im Zuge auf Doom oder Dark Souls, jetzt bin ich bei PlayStation, bei Doom oder bei Rage oder bei, was haben wir denn jetzt noch? Fallout zum Beispiel. Genau, oder Skyrim. Genau. Oder Skyrim, was wird denn da kommen und wenn, wo wird's kommen? Wer jetzt einen PC zu Hause hat und da drauf spielt, dem kann das egal sein, weil die Spiele von der Xbox kann man ja auch auf dem PC spielen. Wer jetzt aber kein PC zu Hause hat und keine Xbox zu Hause hat und nur eine PlayStation 4 oder 5 zu Hause hat, wird irgendwann vielleicht Titel sehen, die er nicht spielen kann. Das ist ein bisschen schade. Da kann man auch direkt den Wechsel zum PC machen oder zu den Game Pass von Microsoft, weil wir ja gerade vom PC gesprochen haben. Man kann ja vieles auf dem PC spielen. Jetzt im Game Pass sind natürlich dann auch die Bethesda-Spiele mit drin. Also Dishonored 1, 2, Doom, The Elder Scrolls Online, Skyrim, Doom Eternal, Doom 64, Doom 3, all das, was man in den Jahren schon gespielt hat, ist dann jetzt mit im Game Pass drin. Das macht das Ding natürlich nochmal interessanter, weil der kostet irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro im Monat, da kannst du halt auf dem PC spielen oder halt eben auf der Xbox oder im Ultimate komplett auf der Xbox mit Cloud-Saving auf dem PC. Das hat natürlich schon große Vorteile und das Repertoire an günstigen oder kostenlosen Spielen ist nochmal angestiegen. Ne? Also das finde ich schon. Kostenlos sind sie ja nicht, du zahlst ja deinen Monatsbeitrag, aber man kriegt schon mittlerweile echt viel. Der Gegenwert ist extrem hoch. Also da muss man Microsoft natürlich loben, dass die da so viele Spiele ein für sehr wenig Geld im Monat anbieten. Ob man jetzt alles mag, ob man das alles spielt, ob das auf der Xbox ist oder auf dem PC, das ist natürlich persönliche Geschmackssache. Da muss Sony noch ein bisschen nacharbeiten. Aber ich glaube, so langsam wird's. Genau, und das Schöne beim Game Pass ist ja, dass die neuen Spiele sind ja sofort mit dem Release-Tag dann auch drin verfügbar. Sofort für lau. Ja. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dann sage, ich brauche jetzt gar keine, nicht unbedingt eine Series X, weil wenn ich einen PC habe, kann ich die neuesten Spiele auf dem PC spielen. Hol mir für einen Monat einen Game Pass und könnte die für lau zocken sozusagen, also für den 10er. Also ja, mal gucken. Also ich bin da noch sehr gespannt, was da demnächst kommt. Auf jeden Fall, das Ding ist jetzt in Sack und Tüten. Ja, dann ist ja das Lego-Set von Mario, was ich auch im Livestream auf YouTube mit aufgebaut habe, kam bei euch ziemlich gut an. Also eigentlich ging es ja darum, das Nintendo und den Fernseher, also das NES aufzubauen, Nintendo Entertainment System. Und danach habe ich ja nochmal dieses, mit der elektronisch gesteuerten, Bluetooth gesteuerten Mario-Figur und App gesteuert. Das ist ja auch noch auch vorgestellt. Das kam bei euch jetzt vielleicht nicht ganz so toll an, aber dafür bei den Kindern. Wir haben das jetzt auch gerade in der Freundschaft mal ausgeliehen und die Tochter, die hat das Ding einfach da den ganzen Tag mit dem Mario gebaut und sich da Strecken aufgebaut und hat den springen lassen, hat den hüpfen lassen und dann kommen die Geräusche plus die Bilder und Animationen auf der Brust. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Also da kann man sagen, hat Nintendo und Lego einen wirklichen Clou draus gemacht. Definitiv. Also wie man es jetzt auch sieht, es war anscheinend ein enormer Verkaufserfolg und das impliziert ja im Endeffekt, wahrscheinlich wird es davon in Zukunft noch viel mehr geben.
Definitiv. Und billiger wird es garantiert nicht. Genau. Und nachdem wir euch ja diese Woche jetzt schon das Redmi Note 10 Pro vorgestellt haben, gibt es natürlich auch von Xiaomi in Richtung Poco wieder Neuigkeiten. Und zwar der erste Leak kam wohl jetzt raus zum Poco X3 Pro. Ja, es wird also eine Pro-Version vom X3 geben, was wir ja letztes Jahr getestet haben. Ja. Und zwar soll das ziemlich interessant werden, was die Hardware angeht. Wir sollen wieder im Preisbereich von 250 bis 300 Euro uns befinden. Und ein noch bisher unangekündigter oder zumindest noch neuer Snapdragon 860 soll da verbaut sein. Das ist im Endeffekt aus dem letztjährigen High-End-Modell, der 865er, soll anscheinend leicht abgespeckt werden, wahrscheinlich ein bisschen weniger Taktfrequenz. Der soll da drin sein im 250 € Preisbereich. Und gleichzeitig kriegen wir wie beim Redmi Note 10 Pro ein 120 Hz AMOLED-Display. Das Ganze wird dann gepaart mit 6 GB RAM, 128er, 256 GB Speicher und eine 48-Megapixel-Kamera. Und ganz ehrlich, für 250 € dann mit der deutlich schnelleren mit dem deutlich schnelleren Prozessor, dafür ein bisschen wahrscheinlich schlechtere Kamera oder sagen wir mal ein bisschen abgespecktere Kamera gegenüber dem Redmi Note 10 Pro. Ist das richtig interessant? Finde ich auch sehr, sehr interessant. Letztendlich könnte man sagen, ist vielleicht noch irgendwie so ein Redmi Note 10 in einer anderen Snapdragon-Variante, weil die Daten klingen schon irgendwie ähnlich. Ja. Wie genau und worauf es dann besteht, ob das Display auch so eine hohe Helligkeit hat oder sonstiges, das müssen wir natürlich sehen, wenn es soweit ist. Aber der Preis gemessen der Leistung, das klingt sehr interessant, weil beim Redmi Note 10 Pro habe ich so das Feedback mal rausgenommen. Viele wünschten sich, da wäre ein Prozessor drin, der schneller wäre, weil das Redmi 8 Pro ist... Note 8 Pro. Das Note 8 Pro, genau, danke, ist ein Hauch schneller. Ja, es stimmt, ja, es sind eigentlich beide gleich und es ist schon 2 Generationen alt. Genau, das ist 2 Generationen alt. Ja, seht ihr, wir kommen auch mit den Telefonen schon durcheinander. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend. Ne? So, was haben wir da noch? Yay! Der 4 Stunden und 5 Minuten lange Zack Snyder's Justice League Cut kommt ja digital auf viele Streaming-Plattformen. HBO ist, glaube ich, in den USA oder was auch immer, wo das gestreamt wird, ist da natürlich Vorreiter. Und ich bin tatsächlich froh, noch eine Sky-Abo zu haben, denn auf Sky Cinema wird dieser Cut auch kommen. Also das heißt, am 18. war es, glaube ich, ja, steht es, 18. März 2021 kann man diesen Justice League Cut angucken. Wie gesagt, man darf sich dann gerne 4 Stunden Zeit nehmen. Ich bin mega gespannt, was der da draus gemacht hat. Also, ja, ich muss mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen. Last but not least natürlich ein Spiel gratis aufs Haus, so rum. Mhm. Surviving Mars im Epic Game Store. Ne? Wie immer einsacken und spielen oder nicht spielen und nur einsacken. Ich mach's, das ist auch kostenlos. Nicht anders. Es kostet nichts. Genau. Kommen wir zu den Angeboten. Ist vielleicht ein bisschen untypisch, aber die Apple AirPods sind ja sehr beliebt. Nee, das ist nicht untypisch, die sind tatsächlich sehr beliebt. Aber dafür gibt es richtig geile Cases, und also Schutzbehälter, um die da reinzupacken, um die ein bisschen zu schützen. Und das gibt es als Import bei 2,44 €. Ihr seht schon in Controllern, in Chipstüten, in Instagram. Das ist übrigens das alte Instagram-Bild, das ist ja auch geil. Ja, das alte Profilbild im Prinzip und oder als Controller, da kann man den halt sicher drin verwahren und das Ganze ist dann geschützt. Ne? Da seht ihr nochmal die Originalverpackung und das Ganze dann quasi reingefropft. Finde ich eine ganz geile Idee. Für 2,44 €, glaube ich, kann man nichts falsch machen. Ja, das stammt auch aus Tony seiner Hand. Eine LED-Strickmütze ab 7,41 €. Er sagte irgendwie, die liegt normalerweise irgendwie bei 15 €. Genau. Hat 3 Helligkeitsstufen. Die LED kann auch rausgenommen werden, kann wahrscheinlich auch ausgetauscht werden, wird über einen USB-Port aufgeladen und dann hat man quasi eine Wollmütze, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr die richtige Jahreszeit ist, wo ich aber ein Licht in der Stirn habe und das auch rausnehmen kann. Ich glaube, sowas kann man immer gebrauchen. Immer, und selbst wenn der Hund um 0 Uhr in der Nacht irgendwie kläfft, weil er ausgeführt werden will, das war ein schönes Beispiel von Toni, dann schnappt man sich die Mütze, hat die Hände vor allem frei und kann spazieren gehen oder Gassi gehen. Oder wenn man im Keller und, keine Ahnung, man will irgendwie eine Kiste aus dem Keller holen und braucht halt beide Hände dafür, wenn man hat man ein bisschen Licht. Einfach Licht braucht, Aber also man kann natürlich auch im Keller einfach das Kellerlicht anmachen. So. Ja, wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht vielleicht ein Fahrradtool, also ein Reparaturkit. 3,95 €. Man sieht schon, da ist eine Menge dran, von Imbus bis Kreuzdreher, Zieher und was weiß ich, was da alles mit drin ist. Ein paar Nüsse liegen auch noch mit drin. Ein paar Nüsse sind noch mit drin. Genau. Letztlich unter 4 €. Also man sollte jetzt nicht High-End erwarten, aber das Ding kann man sich wie so ein Schweizer Taschenmesser einfach mal in die Jacke mitstecken. Oder manche haben ja auch so eine Satteltaschen und sowas und dann schmeißt man das da rein und hat das immer griffbereit. Für den Notfall, denke ich, ist das ganz praktisch. Wenn man die Kette wieder runterspringt, genau, kann man die nicht anfassen noch oder so. Also das ist schon ganz praktisch. Ja, noch was aus Toni seiner Hand. Toni, du hast heute echt die Woche gute Arbeit geleistet, ne? Ja. Ja, sagt er. Und zwar der Xiaomi Mijia Mini-Drucker. Ist ein Zinkdrucker, das heißt, Zinkpapier kommt da so rein, der druckt das Ganze aus.
ist jetzt quasi nichts Besonderes. Man braucht eine App, man verbindet das dann im Prinzip. Und die Besonderheit war irgendwie, das haben wir nicht so ganz verstanden, dass man da irgendwie beim Drucken raufsprechen kann und dass das dann irgendwie gespeichert ist. Ich weiß nicht, ob Toni das noch mit übernommen hat, aber wer halt einfach einen günstigen Zinkdrucker sucht, ist da vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Genau. Mit das ist also praktisch Polaroid-Prinzip. Und wir haben jetzt so gemutmaßt, vielleicht ist es bei den Voice-Samples so, dass die im Internet hochgeladen werden, da ist dann vielleicht ein QR-Code mit drauf und wenn man den einscannt, wird irgendwie das Voice-Sample, was man da halt eingesprochen hat, wird dann irgendwie, kann man sich anhören. Hat man in der Beschreibung irgendwie nicht rausgelesen. Hm. Naja, gibt halt. Genau, gebt uns gerne Feedback, wenn ihr euch das Ding schnappt. Oder schon vielleicht habt. Wissen wir ja nicht. Xiaomi-Fans gibt es ja genug, ne? Ja, dann schon wieder Toni. Toni war einfach zu fleißig. Ja, Kader SUV mit Fernbedienung, 2694. Ja, also Kader ist ja immer noch der Alternativ-Klemmbaustein oder Klickbaustein, nee, Klemmbaustein, ja? Hersteller mit eigenen Fahrzeugen, mit beweglichen Teilen und sehr günstigen Teilen vor allem oder sehr günstigen Modellen und in dem Fall halt eben wieder als RCK verwendbar. Das heißt, einfach aufbauen, steuern, Türen aufmachen, Motorhaube aufmachen und ein bisschen losfahren. Und das halt eben für 26,94 € als Import. Das ist ein Knaller. Denke ich auch. Und systemkompatibel. Ja, systemkompatibel ist wichtig. Das sind wir schon am Ende? Ja. Ja. Ein Smartphone noch zum Schluss hat in der letzten Woche gefehlt. Der eine oder andere sagte, jo, ein Glück mal kein Smartphone, aber für die 120 € das Redmi 9T, denke ich, wird sehr interessant sein. Bietet ein Snapdragon 662, Typ C-Anschluss, LTE, 6000 Akku, Android 10. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 6000 mAh Akku. Also das Ding wird ein richtiger Dauerläufer sein. Wir hatten es ja auch Nee, das Note 9T. Nee, stimmt, wir hatten das Note 9T. Genau, war das hier mit dem NFC? Genau. Wichtig wäre hier noch zu erwähnen, es gibt auch NFC. Ne? Je nach Version? Je nach Version, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also das heißt, bevor ihr dann wirklich final den Kauf betätigt, guckt nochmal nach, ob da wirklich NFC mit drin steht oder ohne NFC, weil die Händler haben verschiedenste Angebote und manchmal variiert das da auch. Aber hier war es die globale Version mit NFC, da hatte ich vorher nochmal geguckt und grundsätzlich, wie gesagt, für 120 € denke ich mal, ein ganz, ganz vernünftiges Telefon. Jo. Jo, das war's dann auch schon wieder. Nee, nochmal. Ja, und dann sind wir durch. Jo. Würde ich auch sagen, denn waren wir durch. Wie gesagt, wenn ihr es auf das Video geschafft habt, freuen wir uns und dann sehen wir uns dann in Zukunft natürlich auf Zweitkanälen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo hier auf dem Zweitkanal da und wie gesagt, lasst euch regelmäßig überraschen, was so kommt. Wie gesagt, in den nächsten Wochen wird hier noch vielleicht nicht ganz so viel los sein, aber wir werden dafür sorgen, dass das in einem schönen Übergang dann für euch zukünftig hier auch genug geboten wird. Content gibt's auf jeden Fall. Macht's gut, schönes Wochenende. Schönes Wochenende, ciao, ciao.